Was sind Interferone? Interferone sind Proteine, die unser Immunsystem natürlich produziert, unter anderem zur Virusabwehr. Als Medikamente werden Interferone seit Mitte der 90er Jahre als Therapieoption bei MS eingesetzt. Wie wirken Interferone? Bei MS regulieren Interferone das Immunsystem, um die Entzündungsreaktion im zentralen Nervensystem zu reduzieren und Schübe zu verringern. Interferone sind nicht immunsuppressiv und somit auch bei älteren oder immunschwachen Patienten geeignet. Auch während der Schwangerschaft ist die Gabe möglich. Sie sind besonders für die milde bis moderate Verlaufsform der MS geeignet. Wie werden Interferone gegeben? Interferone werden als Injektion unter die Haut, also subkutan, oder in einen Muskel, also intramuskulär, verabreicht. Je nach Präparat erfolgt die Gabe jeden zweiten Tag bis einmal alle zwei Wochen. Was sind typische Nebenwirkungen? Zu den häufigen Nebenwirkungen gehören grippeähnliche Symptome wie Fieber, Schüttelfrost und Muskelschmerzen sowie Hautreaktionen an der Einstichstelle. Gelegentlich ist es notwendig, diese Beschwerden mit einer Bedarfsmedikation, zum Beispiel Ibuprofen, abzumildern.